Eure Geschichte ist sehr interessant, aber alles, was ein Ghoul sagt, sollte mit Vorbehalt betrachtet werden. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ich komme mit allem und jedem klar, dass sich mir in den Weg stellt, auch ohne den Rat der Toten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich wünsche, ihr könnt euch helfen und euch Hoffnung machen. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, bevor ich gehe? Ihr seid das gräuliche Abbild dessen, was ihr einmal wart. Ich werde eurer Seele helfen, eure üble Erscheinung zu zerstören. Nee, fragen wir mal, ob wir helfen können. Etwas tun? Nichts könnt ihr tun. Ihr könnt nichts tun, außer... Ihr könnt meinen Namen von diesem Ort mitnehmen. Nehmt die Erinnerung an die Schlacht und meinen Namen mit. Dann werde ich befreit von Schatten Dullaks und dieses verdammten Dämon. Kämpft nun, auf dass ihr die Wahrheit sprechen könnt, dass die Schlacht fürchterlich war. Ihr werdet die Erinnerung von hier mitnehmen. Okay, also entweder hofft er, dass wir jetzt gegen ihn bestehen und die Erinnerung an seinen Namen mitnehmen. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher und benutzen ein paar magische Geschosse gegen ihn. So. Was wollt ihr? Dann bannen wir mal kurz. Was? Ja. Gut. Ja? Und dann müssen wir mal gucken. Er hat einen Schlüsselstein dabei. Und einen Heiltrank. Den können wir mal einfach reinschlucken. Runterschlucken. So. Und den Schlüsselstein können wir natürlich auch nicht identifizieren. Naja, da werden wir, sobald wir aus dem Gebiet hier raus sind, mal kurz rasten. Oh, und unsere Hast, die auf jedem Char gesetzt ist, hat nachgelassen. Schade. Hm, du hättest noch ein paar Sachen für uns. Aber jeder hat eine Halskette, hä? Aber einen Ringslot hätten wir noch. Wenn wir das Geld nicht mehr bräuchten. So viel Geld können wir gar nicht verballern. Für was auch überhaupt. So, wir müssen jetzt erstmal hier raus aus dem Schleimzeug. Au, au, au. Jetzt hat's Minsk. Jetzt Dünner hier, jetzt Imoen. Und jetzt sind alle durch, Gott sei Dank. Ach ja, und du kannst die Kalle zurückgeben. Und Kalle, du gibst mal die Geschwindigkeitstränke an sie ab. Nimmst einfach die Schleuder. Und das Schild hier. Lederrüstung plus 3. Da muss ich wirklich mal gucken. Pfeile. So. Schleuderkugeln hat sie noch ein paar. Was? Gut. So, schnell speichern. Habe ich eigentlich gerade schon mal gemacht, wie das steht, aber ich mache es nochmal. Und dann können wir jetzt hier drüben reingehen. Weil ich glaube, da brauchen wir den Schlüsselstein, den wir gerade gekriegt haben. Ohne den kommen wir hier nicht weiter. Au. Jetzt haben sie Khalid festgehalten. Dabei hast du so einen tollen Schutzumhang. Also ballen wir mal von Khalid und ballen auch vielleicht die Krankheit mit. Beinahe unter meiner Würde. So. Und dann müssen wir hier rein. Au, 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 genau. Okay, da wäre eine Truhe. Ich hab genug davon. Ruhe und ein Sack.
aber Truhen und Säcken trauen. Ja, gut. Mich kümmert's nicht. Haben wir ja in Dunaxton gelernt, sollten wir nicht. Oh, ein Langschwert und ein Stab. Ist voll. Können wir irgendwas davon identifizieren ohne? Nein. Und dann machen wir einen vierten Identifizierungszauber mal hinzu. So, und der Sack, der hat nichts. Der hat auch nur einen Klunker. Trägt irgendwer so einen Klunker schon? Nöp. Okay. Dann muss er sie wohin mit sich rumschleppen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gut, wir gehen noch hier ein Stück weiter rein in den Raum. Du bist ja ein komischer Körper. Speichern und bevor wir rasten, sollten wir heilen. Was? Das ist vielleicht intelligenter. Ja. So. Eure Dienerin Kali steht zu euren Diensten. Sich selber heilen. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Ja, so, dich nochmal selber heilen. Ja? Ich will die Falle da entschärfen. Ihr habt eine Aufgabe? Du bist voll geheilt, okay, dann kannst du immer in uns. Was wollt ihr? Dina hier heilen. Du heilst mal Minsk. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. So, immer in Dina hier. So, dann heilst du einmal Minsk. Ja, oh, du heilst. Minsk ist voll. Die beiden sind auch voll. Dann heilst du mal Kalit. Ja. Du heilst auch mal dich selber. Ihr habt eine Aufgabe. Was wollt ihr? Und so. Da ist die gesamte Gruppe mal wieder voll geheilt. Und das heißt, wir können in Ruhe rasten. Oder auch nicht. So. Für die Erfahrungspunkte tue ich das ja mittlerweile nicht mehr, sondern einfach nur, weil es nervt. Gut. Was haben wir da für ein Langschwert? Langschwert plus 1 Flammenzunge. Flammenzungenschwert, brennende Erde. Es gibt die Sage, dass es eine Zeit gab, bevor nie Winter war und die große Wüste Anaroch trocken war. Nur wenige Überbleibsel weisen heute darauf hin, dass eine solche Zeit jemals existierte und nicht weniger können identifiziert werden. Die brennende Erde scheint eindeutig zu sein. Das Schwert verbrennt das Opfer mit magischer Flamme und eine kryptische Rune scheint zu sagen, dass die Macht aus der Erde selbst kommt. Wer es jedoch herstellte, bleibt aus auch weiterhin Geheimnis. Es sieht aus, als wäre es eine leicht zu handhabende Waffe, aber irgendetwas mit dem Gleichgewicht oder dem Griff stimmt nicht. Es strengt den Unterarm ein klein wenig an und es liegt nicht ganz richtig in der Hand. Es scheint jedoch nicht die Leistung eines Kriegers zu beeinträchtigen und Doschnack stets der Zweifel, dass diese Klinge nicht für ihn oder irgendeinen anderen Humanoiden gemacht wurde. Plus 4 gegen Untot. Na, jetzt brauchen wir das fast schon nicht mehr. Kann ich verwendet werden von Druide, Kleriker, Zauberkundiger? Khalid. Ja, nimm mal das. Dann gucken wir uns mal den Speer hier an. Oder die Stabschleuder. Schlagspeer. Schlagspeere werden von den Goldelfen von Drelagra auf immer dahergestellt. Die Speere haben ein Eigenleben und springen aus der Hand des Trägers, um anzugreifen. Die Handwerker der Elfen verkaufen sie selten an andere Rassen, dennoch tauchen diese gewaltigen Angriffswaffen manchmal in Ferun auf. Jeder Angriff mit dem Speer verbraucht jedoch eine Ladung. Ist keine Ladung mehr übrig, löst sich der Speer auf. 1W6 plus 9 Schaden. Wow. 3 ETW. Aber das Ding hat Ladungen.
Ich bin ganz Ohr. Schlagspeer. Da wird nicht angezeigt, wie viele Ladungen es hat. Oder wird es dir angezeigt? Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Ja, zwei Ladungen. Okay, das ist nicht gerade viel. Dann behalt das mal. Was ist das für ein Schlüsselstein? Oft mit magischen Glyphen, diese stark verzauberte Gegenstände. Schlüsselstein. Kompassschlüsselstein. Der Kompassschlüsselstein. Okay. So. Und das Ding kennen wir ja. Das ist ein Stab des Feuers. Genau. Ja, gut. Nee. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Ja, oh Alter. Wir schicken wir immerhin erstmal durch. Außerordentlich vielversprechend. Hier ist nur ein Gang mit einer Falle. Okay. Ja, die ewige Sackgasse mit der Falle, das ist immer so gemein. Das hatten wir aber schon öfter, auch in der Feuerweinbrücke und so. Das ist also keine Erfindung von Durlak. Was wollt ihr? Gut. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Da ist eine Falle. Da ist eine Wand, wenn ich richtig sehe. Ja, eine etwas komisch aussehende Wand, aber es ist eine Wand. Okay. Was? Nichts leichter als das. Wow, das war jetzt irgendwie Glück. Ja, nichts leichter als das. Mich kümmert's, denn ich verschwinde jetzt. Das war gerade echt Glück. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Du bist ja... Ich hab genug davon. Und da ist eine Tresortür. Diese Tür kann nur mit einem speziellen Schlüsselstein geöffnet werden. Ja, genau. Was? Diese nichts Tür leichter als das. Hatte ich gemeint. Ja, nichts leichter als das. Und hier ist wieder ein magischer Thron diesmal. Okay, guckt euch das an. Mitten hier im Nirgendwo. Hinter giftigen Höhlen. Wobei ich mich frage, ob Durlak das Gift hier selber zu verantworten hat. Steht ein einsamer Thron. Ein Haufen Gold. Das Inventar ist voll, wenn's auch. Was wollt ihr? Gut. Ein paar der Dinge habe ich schon. Wow, viele Klunker, ey. Und dann schnappe ich mir mal ein paar und guck mal, welche ich davon schon habe. Gut, die müsste irgendeiner haben, genau. Die hat keiner. Den hat schon jemand. Den nicht. Der ist noch frei, der nicht. Obwohl, hat Imoen vielleicht einen? Nein. Oh, hier war noch ein Platz frei. Was? Okay. Gut. Dann nehmen wir noch ein paar auf und dann gucken wir mal, ob wir die verteilen können. Den nicht, aber den zum Beispiel. Den hier zum Beispiel. Ich dachte, den hätte auch einer. Von ihnen. Na gut, dann gehen die beiden mal weg. Beinahe unter meiner Würde. Nehmen wir die nächsten vier. Davon haben wir auf jeden Fall. Die hat Khalid, genau. Die hat keiner. Die hat Khalid. Den hat Imoen. Aquamarin ist, glaube ich. Sternsaphir nicht wirklich. Smaragd. Und da hätten wir was anderes Wertloses. Ist ja leider auch so, dass niemand mehr wirklich Platz für irgendwas hätte.
Selbst die Waffenslots sind alle jetzt ausgereizt. Ach, da komm, dann packen wir so einen Verfluchungsstab mal weg. So einen Lähmungsstab. Was wollt ihr? Gut. So, dann hätte ich gern meine ganzen Runen wieder. Oh. Ja, meinen Hammer und die Heiltränke hätte ich eigentlich auch gerne wieder.